Ja, bei mir ist Andreas Baum, Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus. Wir haben uns kennengelernt, wenn ich mich richtig erinnere, im Wahlkampf 2008 in Hamburg, wo du zusammen mit Berliner Piraten die Piraten in Hamburg unterstützt hast. Inwieweit hast du dich seitdem weiterentwickelt? Inwieweit bist du noch derselbe wie früher? Kann ich immer noch beim CCC dich treffen auf dem Stammtisch oder hast du weniger Zeit? Ja, also ich glaube nicht, dass ich mich so stark verändert habe. Natürlich lernt man einfach dazu und lernt auch mit verschiedenen Situationen umzugehen. Insofern bin ich da, glaube ich, auch relativ robust. Aber ich glaube immer noch, dass ich der gleiche Mensch geblieben bin. Zeitlich ist es natürlich jetzt eine andere Situation als damals. Damals hatten wir ja auch alle sozusagen tatsächlich nach Feierabend die Politik betrieben und uns da auch engagiert. Viele natürlich auch nach ihren Möglichkeiten mit mehr Zeit, aber eben neben sozusagen dem Hauptberuf. Bei mir ist es jetzt tatsächlich der Hauptberuf geworden, Politiker. Insofern nimmt natürlich auch so ja, die Politik einen sehr viel größeren Teil in meinem Leben ein. Bekannt geworden bist du ja im Berliner Wahlkampf, weil du dich etwas verschätzt hast bei den Schulden von Berlin. Inwieweit hat dich das gestört? Hat dich das betroffen gemacht? Oder sagst du mal, wir haben doch ganz lässig darauf reagiert, wir haben dann diese App da entwickelt. Wie stehst du dazu? Also letzten Endes beides. Es ist so, dass es mich natürlich gestört hat und auch gewurmt hat und ich auch immer noch ja, letzten Endes mit nicht so schönen Gefühlen daran zurückdenke. Ich glaube aber, es hat natürlich auch was Positives in sich gehabt, nämlich die Chance zu zeigen, wie wir auch mit sowas dann umgehen. Und dann eben auch gezeigt haben, dass wir letzten Endes dann im weiteren Verlauf sehr viel genauer diese Frage beantworten konnten, eben als alle anderen Parlamentarier in Berlin, die dann eben nicht so genau über die Zahlen Bescheid wussten. Ich glaube, das war ein ganz guter Einblick dann auch letztendlich für Leute, um zu sehen, wie gehen wir dann auch mit erstens Fehlern um und zweitens, ja, was folgt denn daraus? Du bist ja Fraktionsvorsitzender der Piratenfraktion, aber im Grunde genommen ist es ja um dich ziemlich ruhig geworden. Also wenn ich so bei YouTube gucke, sehe ich den Lauer relativ oft, den Delius noch, dann hier, ich habe seinen Namen leider vergessen, Palästinensertuch ist häufig im Gespräch gewesen. Warum sieht man dich nicht? Naja, ich meine, letzten Endes kommt es halt darauf an, oder meine Aufgabe ist es natürlich, dafür zu sorgen, auch dass die Fraktion funktioniert und dass wir politische Arbeit innerhalb des Abgeordnetenhauses machen können. Natürlich auch die Fraktion nach außen zu vertreten. Dass andere sehr viel sichtbarer sind in letzter Zeit, liegt halt auch daran, dass die daran einfach auch mehr Spaß noch haben und beziehungsweise ja auch überhaupt Spaß haben, öffentlich aufzutreten. Aber daran hast du doch auch Spaß, oder? Oder nicht? Ja, es kommt drauf an. Also letzten Endes ist es bei mir immer so, dass ich ja schon in manchen Momenten mir das ein bisschen zu viel wird. Also das öffentliche Repräsentieren macht mir in der Tat nicht so viel Spaß wie ja mehr an irgendwelchen Themen zu arbeiten. Da gab es ja ein wenig Unstimmigkeit, sag ich mal, zwischen dem Bundesvorstand und dir. Da gab es eine böse E-Mail, die du, glaube ich, veröffentlicht hast, die eigentlich privat gewesen ist. Kannst du uns da ein bisschen was zu erläutern? Ja, also ich habe da keine E-Mail veröffentlicht, das hat der Sebastian Nerz selber gemacht. Ich habe nur auf ein Schreiben halt reagiert, öffentlich, und habe eben, wollte dem was entgegensetzen, so wie er eben seine Sichtweise hatte, dass ich dafür zu sorgen habe, wie sich eben auch Abgeordnete bei uns äußern. Und ich bin eben der Meinung, die Verantwortung für die Äußerung muss bei uns dann letztendlich jeder selber übernehmen. Und gerade unseren Abgeordneten im Berliner Parlament ist das auch bewusst. Und ja, deswegen war es für mich der richtige Schritt, dass da auch eine öffentliche Diskussion drüber stattfindet. Die E-Mail als solche hat aber er dann tatsächlich beantwortet. Das hat sich aber auch relativ gut dann geklärt. Das war ja auch immer der Anstoß, wie ich in meinem öffentlichen Brief an Sebastian Nerz geschrieben hatte, dass es eben da mal zu einem Gespräch und Austausch kommt. In der Piratenfraktion gibt es ja eindeutig keinen Fraktionszwang. Wie arbeitet ihr denn zusammen? Wie kommt ihr zu Kompromissen? Wie verlässlich seid ihr, sag ich mal, auch für die anderen Oppositionsparteien in euren Abstimmungsverhalten? Oder entscheidet sich da jeder 3 Sekunden vorher nochmal selbst um, wenn er bei Twitter irgendwas liest? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, also wir gehen natürlich auf das Feedback ein, was wir bekommen. Dazu benutzen wir unter anderem Liquid Feedback, aber eben auch natürlich den Austausch untereinander. In der Fraktionsversammlung können wir eben auch entscheiden, okay, dafür will die Fraktion auch einstehen. Und in unserer Fraktionssitzsatzung gibt es auch den Passus, dass man sich bei den Abstimmungen im Parlament an der Mehrheitsmeinung der Fraktionen
orientiert. Aber das wird eben nicht gleichzeitig damit verknüpft, dass wenn man das nicht tut, es irgendwelche Konsequenzen hat. Woanders ist das eben auch nicht sozusagen geschrieben, aber man merkt doch eher, dass man sich nicht wirklich traut, sozusagen auch eine eigene Meinung zu vertreten, die anders ausfällt als die der restlichen Fraktion. Kurz nach der Wahl hat sich ja der damals noch nicht vereidigte Bürgermeister Wowereit zu euch an den Tisch gesetzt, zur Piratenfraktion, und hat mit euch geredet. Inwieweit war das eher eine PR-Aktion oder hat er wirklich versucht, euch zu verstehen, euch für sich zu gewinnen oder Piratenthemen wirklich? Ja, also es war natürlich schon nicht üblich. Also das muss man sagen, das war schon eine Besonderheit, die in der Regel nicht stattfindet. Und inwieweit das jetzt von seiner Seite aus eine PR-Aktion war, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich fand ich das ganz gut, weil man so doch auch, wenn in einem öffentlichen Rahmen und eben solch einem Austausch es doch möglich war, sich gegenseitig einfach nochmal ein paar Fragen zu stellen, was eben ansonsten ohne so einen Termin schwer möglich ist. In Berlin regiert ja zurzeit eine große Koalition und insofern ist ja jede Oppositionsstimme wichtig. Und wie weit arbeitet ihr da mit den anderen Parteien, den Linken und den Grünen zusammen? Wie weit hast du dort schon, sag ich mal, fraktionsübergreifende Zusammenarbeiten, Abstimmungen gemacht? Also das findet meistens in den Ausschüssen statt, wo man eben dann tatsächlich an konkreten Anträgen erfährt, okay, gibt es eine Möglichkeit zusammenzuarbeiten. Eine gemeinsame Aktion war zum Beispiel das Wahlalter 16, wo wir die gesamte Fraktion eben einen Brief geschrieben haben an die SPD und CDU und darum gebeten haben, auch der Absenkung auf das Wahlalter 16 eben zuzustimmen. Die SPD hat das ja sogar in ihrem Programm, hat aber in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass sie eben gemeinsam abstimmen werden mit der CDU und hat sich dann eben auch dagegen verhalten, als ein entsprechender Antrag eingebracht wurde. Da sieht man schon an den Stellen, wo Dinge in Koalitionsverträgen vereinbart sind, lohnt es sich für die Opposition in der Regel nicht, darauf einzugehen oder dafür eine Veränderung zu sorgen. Vielmehr ist es interessant, all die Dinge auch anzugehen, die dort nicht vereinbart sind. Das sind nämlich auch jede Menge. Und da gibt es dann immer auch die Möglichkeit oder die sehr viel größere Chance, Bewegung ins Spiel zu bringen, sodass ein eigener Antrag dann einfach auch zu einer Diskussion führt, die vielleicht dazu führt, dass solch ein Thema dann auch zugestimmt werden kann. Ich möchte dir dann noch eine etwas umfangreichere Frage stellen. Ein Kritikpunkt an den Piraten ist ja, dass es zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen jetzt einen regelrechten Run auf die Landesliste gegeben hat. Da würde ich gerne von dir wissen, was rätst du diesen neuen Parlamentariern, die aber vielleicht sogar in den Landtag in Nordrhein-Westfalen einziehen und überhaupt noch gar keine Erfahrung vom Politikbetrieb haben? Und wie stehst du, sag ich mal, zu diesem Thema 5-Minuten-Pirat, eben gerade eingetreten, schon auf der Landesliste? Also letzten Endes rate ich dafür erstmal Gelassenheit und sich nicht so ganz verrückt machen lassen und vereinnahmen lassen von irgendwelchen Sachen, die oder irgendwelchen Stimmen, die dann sagen, genau so muss das gemacht werden, ansonsten geht alles schief. Das höre ich, seit es die Piratenpartei gibt, wenn ihr das nicht genau so macht und mit dem Namen kommt ihr eh nicht weit und so weiter. Also da muss man einfach mal ein bisschen Abstand haben und sich durchaus offen sein für gute Ratschläge und auch wir Berlin stehen natürlich zur Verfügung, wenn es darum geht, wie macht man das jetzt eigentlich mit einer Fraktionsgründung? Wann ist das eigentlich möglich? Schon vor der Gründung eines Parlaments oder erst danach und so weiter? Das haben wir alles natürlich schon hinter uns und geben da unsere Kenntnisse natürlich gerne weiter. Und den 5-Minuten-Piraten, ich glaube nicht, dass es richtig und gut ist, wenn man sozusagen erst seit kurzer Zeit Pirat ist, sich dann gleich zum Beispiel in ein Amt wählen zu lassen oder ein Mandat zu übernehmen, um andere Piraten zu vertreten. Bei uns heißt es ja, man kann direkt mitmachen, direkt einsteigen und da gibt es eben sehr flache Hierarchien und keine großen Hürden. Und das trifft ja auch zu, immer dann, wenn es einfach um konkrete, inhaltliche, programmatische Arbeit auch geht. Jeder hat die Möglichkeit, Liquid-Feedback-Anträge zu stellen, jeder hat die Möglichkeit, auf Stammtischen ein Thema zur Sprache zu bringen und Ähnliches. Ich glaube, das ist dann tatsächlich auch erstmal der Weg, wo man gucken kann, ja, passen die Piraten zu mir und passe ich zu den Piraten, bevor ich so als ersten Schritt dann auswähle, ich will die Piraten in der Öffentlichkeit vertreten und weiß aber gar nicht, was steht dann eigentlich hinter mir oder wen soll ich dann eigentlich in der Piratenpartei vertreten. Ich glaube, dass da eine durchaus längere Kennenlernphase von vielen Monaten hilfreich ist, um das eben zu überprüfen, um dann letzten Endes auch einfach mit einem anderen Verständnis an so eine Aufgabe heranzugehen, wenn es um ein Mandat oder Amt geht.
Inwieweit fällt das Grundsatzprogramm der Piraten unter den Tisch und inwieweit bist du der Meinung, dass die Piratenpartei sich ein breiteres Programm geben müsste, um wirklich regierungsfähig zu werden? Also ich glaube nicht, dass das Grundsatzprogramm unter den Tisch fällt. Das ist immer die Grundlage unseres Arbeitens, auch im Berliner Abgeordnetenhaus. Und die Erweiterung findet ganz natürlich statt. Die findet eben nicht in sehr großen Schritten statt. Deswegen gibt es auch immer noch viele Stellen, wo wir eben auch öffentlich wahrgenommen werden als die Partei, die ja gar keine Ahnung hat, was ja nicht richtig ist, weil wir eben zu vielen Dingen schon Ahnung haben, beziehungsweise uns eine Meinung gebildet haben. Und ja, das wird einfach so weitergehen. Ich halte die Geschwindigkeit, die wir da im Moment an den Tag legen, für sehr gesund und finde nicht, dass wir da jetzt besonders bremsen müssen oder besonders Gas geben müssen. Ich glaube, das ist ein natürlicher Prozess, der im Moment stattfindet und den man einfach so weiter begehen kann. Wenn ich mir so den Berliner Landesverband bei Twitter angucke, dann gibt es die einen, die sagen, Berlin hat es geschafft, die haben den Stein ins Rollen gebracht, die sind Inspiration, die sind Vorbild für uns alle. Dann gibt es aber auch welche, die sagen, Berlin ist weiter links als der Bundesdurchschnitt, die machen Ärger, die haben radikalere Forderungen, das passt nicht zu uns Piraten. Also aus Bayern hört man sowas viel. Was sagst du dazu? Seid ihr eher Inspiration, seid ihr eher die radikalen Forderer? Naja, also ich glaube, dass man das gar nicht so stark trennen kann. Natürlich, das gibt immer so Stimmen und auch Stimmen, die man natürlich stärker wahrnimmt als andere. Aber ich glaube, dass es da einfach immer gut ist. Da gab es auch immer wieder sozusagen Erfolgserlebnisse, wenn man einfach mal miteinander redet und sich austauscht. Und das kann dann eben auch auf inhaltlicher Basis geschehen, als auch eben einfach mal so sich zu unterhalten, wie das an einem Stammtisch möglich ist. Ich sehe da jetzt die großen Grenzen eigentlich nicht. Sicherlich ist es so, dass es da unterschiedliche Ansichten gibt, aber letzten Endes vereint uns immer noch alle, dass wir Piraten sind und eben auch unser Grundsatzprogramm, was wir eben gemeinsam beschlossen haben. Ich glaube auch, dass es hilfreich ist, dass es immer Leute gibt, die natürlich in manchen Dingen einen Stein ins Rollen bringen oder etwas forscher vorgehen und andere, die dann etwas mehr zur Zurückhaltung aufrufen. Im Moment sehe ich da aber keine großen Probleme. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview. Möchtest du uns noch irgendwas sagen? Ach ja, kannst du noch mal kurz so in drei Sätzen sagen, warum du Pirat bist? Warum ich Pirat bin? Weil ich mich tatsächlich schon immer politisch interessiert habe und die Piratenpartei die erste Partei war, wo ich keine Programmpunkte hatte, die mich abgeschreckt haben oder wo ich sagen musste, okay, das möchte ich so nicht unterschreiben. Und ich bin sehr froh, dass das bis heute so geblieben ist. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ja, gerne, bitte. Klar machen zum Ende. Klar machen zum Ende. Ach, Sir.